Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Ja, wir streunen tatsächlich umher und sind relativ verzweifelt auf der Suche, dass wir irgendwie einen Poncho rankriegen. Tja, und um den Poncho ranzukriegen, müssten wir irgendwie so eine Dose Öl und so finden. Und wir haben eben in dem Fall immer noch so ein geheimes Passwort des Safes. Da würde ich jetzt tatsächlich nochmal zu dem Typi hingehen wollen, zu Elliot, zu Elliots Programmierung, ne? Und ja, ich habe die Hoffnung, dass wir dann so irgendwie weiterkommen, ne? Das Blöde ist, ich habe natürlich schon wieder keine Ahnung mehr, wo zum Geier Elliots Programmierung war. Aber da war ja, ich glaube da rechts genau, dann Elliots Programmierung muss irgendwo da hinten sein. So, wir probieren das nochmal. So, scratchy, scratchy. Dann lässt er uns hoffentlich durch und ich versuche dann hier was zu zeigen. Ja, ja, komm. Hallo, Nestor? Hallo? Wieso willst du nicht mit mir reden, Nestor? Ich würde gerne anfangen, dir was zeigen zu wollen. Okay, jetzt. Elliot ist ein Hypochonder, davon gibt es nicht mehr viele. Das haben unsere Vorfahren vererbt. Wenn du willst, dass er wieder an die Arbeit geht, bring ihm besser etwas zum Anziehen. Das wird ihn aufmuntern. Ja, ich würde dir allerdings noch ganz gerne einen Gegenstand zeigen. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Als würde ich einfach mal zu Elliot hochgehen und versuchen, dass er den für uns liest. Denn ich vermute, dass das halt, für den Safe ist. Keine Sorge, der Pile-Center hier ist bei mir sicher. Aber ich kann nicht daran arbeiten, wenn mir kalt ist. Ich habe nichts zum Anziehen. Ja, das ist okay. Schau dir doch bitte mal den Gegenstand an. Eine Sekunde, ich muss noch meine Linsen kalibrieren. Hier steht Duffer Bar. Seltsam. Wer vereinbart den Rendezvous Binärcode? Duffer Bar, okay. Hm. Jetzt muss ich nochmal mit ihm hier reden. Mit unserem Kollegen. Halt B12 zeigen, genau. Hm. Ja. Haben wir doch gerade. Ja, mit der Duffer Bar. Okay, der will mir jetzt also scheinbar nicht weiterhelfen. Das ist problematisch. Hm. Naja gut, wir können natürlich nochmal kurz in die Bar gehen. Und vielleicht dem werten Herrn hier dann irgendwie... Ja, oder es hat irgendwas damit zu tun, ne? Hm. XX27. Okay, vielleicht ist ja noch mehr da. Ich sehe mich nochmal genauer um, weil irgendwas muss hier sein. Hey, da ist doch was. Da steht was an der Wand. Hast du Lust auf einen Drink? Nein, aber ich könnte dir ganz gerne etwas mal zeigen. Hm. Okay. Ah. 1, 2, 8, 3. Kann ich jetzt hingehen und da irgendwie was machen? Nee. 1, 2, 8, 3. Jetzt muss ich natürlich irgendwie wieder finden, wo der Safe lag. Vielleicht irgendwo im Müll. 1, 2, 8, 3. Naja, gut. So, wo war der denn? Hm. Also manchmal ist mein Gehirn echt wie so ein Sieb. Ich hoffe, dass ich mich dann am Ende noch dran erinnern kann, wie der Code lautet. Also aktuell weiß ich noch 1283. Und das hier mit diesem komischen Geisterzeug, das finde ich echt irgendwie sehr merkwürdig. Na gut, gucken wir mal. Okay, hier ist irgendwie was, aber da wollen wir jetzt nicht hin. 1283, jetzt komm schon, irgendwo hier muss es doch sein. Hm. Wo war denn jetzt dieser Safe?
Also hier war er dann schon mal nicht. Und jetzt passiert was? Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagt, dass es nicht die Zurks waren. Okay. Wo war der denn? Entschuldigung, dass es im Moment so verwirrend ist. Das ist immer nicht so schön anzusehen, wenn jemand immer so macht mit der Maus. Ich habe die schon extra langsamer gestellt, damit das nicht so anstrengend ist. Aber ja, was kann man tun, ne? Also hier war er jetzt auch nicht. Haben wir eigentlich sowas wie eine Karte bekommen? Nee, ne? Ich drück mal ganz kurz M. Und wenn ich M drücke, passiert mal gar nichts. Also da waren wir jetzt eigentlich überall. Entschuldigung, wenn ich mich immer wieder mal räusper. Das ist so weiterhin diese Aufnahme und ich bin immer noch krank. Das ist etwas unangenehm. Kennt ihr das, wenn ihr euch auch gerade gar nicht leisten könnt, irgendwie krank zu sein? Weil ihr so viel erledigen müsst? Ja, so sieht es bei mir aktuell aus. Okay, da ist es. Oh Gott. Bitte lass was Vernünftiges drin sein. Also. 1, 2, 8, 3. Notenblatt. Okay, das war's jetzt oder was? Da unten liegt doch noch was drin. Komm, das war's. Wir haben nur das Notenblatt. Ach, ich krieg die Krätze. Okay, hier wird's in die Kanalisation gehen. Bringt mir jetzt was? Nichts. Na gut, gehen wir mal zu den Kollegen hier und geben ihm das Notenblatt. Vielleicht bringt das am Ende irgendwie was. Ich kann noch mehr finden. Unleserliche Notenblätter. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Ja, mach mal. Bitte eine Belohnung dafür. Das war's jetzt? Kriege ich irgendeine Belohnung? Oh, danke für die Musik. Meinst du, kannst du mir... Das war's schon. Also, das war in dem Safe und das hat mir jetzt das gebracht. Also auf gut Deutsch nichts. Na gut, dann werde ich hier wohl jetzt weiter rumsuchen müssen. Also die Gute wollte irgendwie ein Stückchen Öl, ne? Komme ich denn an das Öl ran? Hier ist die Kanalisation. Da hinten geht es, glaube ich, gar nicht mehr weiter. Genau, da haben wir den Safe jetzt geöffnet. Haben ein Notenblatt gefunden, was ja ganz nett ist, aber... Wie gesagt, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Mit denen glaube ich nicht, dass ich irgendwie noch groß reden muss, oder? Ich könnte vielleicht mal mit ihm nochmal reden. Ob er vielleicht irgendwie was weiß. Du siehst verloren aus, was brauchst du? Nee, ich wollte dich eigentlich nur was fragen, wo ich irgendwie an Öl rankommen könnte. Oder an dieses Rostreinigerzeug. Was machst du eigentlich? Schau dir die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du solltest mal den Tauschhändler besuchen. Dort gibt es für jeden etwas. Den Tauschhändler. Naja, vielleicht muss ich dann dort wirklich hin. Ist das der Tauschhändler? Was willst du? Das ist ein Stromkabel. Das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür super Spiritus-Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Ja, aber gib mir doch einen Tipp, wo ich das finden könnte. Der Marktplatz. Super Spiritus irgendwas Reinigungsmittel. Hier kann ich nicht weiter, ne? Mit denen brauche ich eigentlich gar nicht sprechen. Die wollen mir sowieso nichts geben. Ne?
Na, ja, das hilft mir nicht weiter. Vielleicht komme ich da irgendwie hin. Ich glaube irgendwie, dass ich hier maximal ja darüber komme. Das war's dann aber auch schon wieder. Wo werde ich denn an das Zeug rankommen? Vielleicht wissen die irgendwie was. Mhm. Der Wächter ist die einzige, der die Tür öffnen kann. Okay. Okay. Also auch hier nichts. Ich weiß aber, dass hier irgendwo noch ein Automat war, wo ich was rauslassen konnte. Da sind wir gerade vorbeigelaufen und ich habe nichts rausgelassen. Naja. Ja. Ach, Leute. Wo werde ich denn hier noch einen Automaten finden? Super 100% Spirit Power, was? Vielleicht sollten wir da mal reingehen. Bist du einer der Stirnflüge, die auf der Macht für eine Farbe einmal sprechen? Hau ab, Farbe. Ich bin es satt, wegen eurer Schweinereien meine Treppe zu putzen. Okay. Ah, ja, ich glaube, ich muss hier rein. Ich glaube, der hat das. Der könnte das wirklich haben, ne? Komm schon, mach mal auf hier. Vielleicht komme ich da oben irgendwo rein, ha? Weil der scheint dieses Reinigerzeug zu haben und mit Spiritus machst du so Zeug weg. Ich probiere es jetzt einfach noch einmal, wenn nicht, muss ich irgendwie versuchen, dass ich da oben irgendwie rüberkomme. Eventuell gibt es doch noch eine Möglichkeit. Und? Schwierig, schwierig. Was ist denn hier? Achso. Der wollte das nur übersetzen. Ha. Also gut, ich muss hier auf alle Fälle irgendwie hoch und dann da rein, ne? Denke ich jetzt mal. Vielleicht hat Siemens irgendwie was? Das hat mir jetzt nichts gebracht. Aber vielleicht kriege ich hier irgendwie so eine Dose her. Ich glaube aber wirklich, dass ich darüber muss zu dem Typ. Nee, hier steht nichts weiter, ne? Nee. Gut, das haben wir geklärt. Also, ich muss jetzt irgendwie hier hoch und dann da runter. Das heißt, ich muss jetzt zu den Heinis, die die Farbdosen werfen. Ist da irgendwie offen? Naja, probieren kann man es ja mal, ne? Ob wir da irgendwie was finden. Das geht mit dir. Ja. Habe ich eigentlich irgendwelche Gegenstände? Ich habe gar nichts mehr, ne? Ja. Moment. Ich muss jemand wahrscheinlich dazu bringen, oben, dass sie den Farbeimer fallen lassen. Weil dann kommt er raus, dann ist die Tür offen, er muss da das Zeug sauber... Okay, ich glaube, ich hab das Rätsels Lösung gefunden. Jetzt muss ich mich nur noch daran erinnern, wie ich da irgendwie hochgekommen bin. Ihr wisst ja, Gehirn und Sieb und so. Und vor allem, wenn man dann irgendwie tatsächlich ein paar Tage Pause hatte und nicht gespielt hat, vergisst man irgendwie die... Warte mal, was ist denn da? Was ist denn hier? Hinterausgang der Bar, okay. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Vielleicht kommen wir da hoch, ja.
So, wo sind jetzt unsere Farbeimer, Jungs? Ich hoffe, ich sehe sie. Aber die müssen irgendwo hier vorne direkt sein, ne? Und ich muss den einen dann ablenken, dass er den Farbeimer runterfallen lässt. Wo seid ihr, Jungs? Da drüben. Da seid ihr doch, okay. Oh, dann hieß es gleich mal so ein Farbeimer. Der ist aber leer. Kann ich da vielleicht einfach rüberschubsen? Nee, ne? Yes! Er kriegt jetzt wahrscheinlich die Krise. Oh ja, der ist richtig sauer. Ist der sauer. Hervorragend. Und so kommen wir rein. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Jetzt Space. Kann ich da noch irgendwie weiter hüpfen? Nee. So. Top, 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 top. Jawohl. Ja, pack's mal ein. Wir sollten uns vielleicht hier nur auch noch näher umsehen. Vielleicht gibt's hier noch mehr zu sehen. Waschsalon. War der mal im Waschsalon? Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang gemacht, da hatte ich noch keine Waschmaschine, bin damals zum Studieren weggezogen. Und dann war ich in einem Waschsalon. Ich finde es ja irgendwie ranzig. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich lobe es mir jedes Mal, wenn ich dann doch irgendwie die Möglichkeit habe, selbst zu waschen. Das ist dann doch irgendwie die Vorstellung, jemand anders hat da seine vollgekackerten Dinger. Ist irgendwie bäh. Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Süß. Also jetzt haben wir das gefunden. Jetzt muss ich nur noch zurückfinden zu den Tauschgeschäfts-Heinis. Mann. Meckert er gerade, weil ich hier weiße Tapper hinterlasse? Das fände ich überaus lustig. Ach ja, hier war ja noch was, genau. Merken wir uns das mal. Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, aber wenn ich das sage. Aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Es tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Wieder eine Erinnerung wiedergefunden. Ja. Ich muss mal ChatGPT befragen, was ChatGPT zum Thema Tod sagt. So, da haben wir einen Speed-Drink, okay. Kann ich hier noch irgendwie weiterhüpfen? Nee, na. Ja gut, dann würde ich sagen, versuchen wir uns mal irgendwie durchzuschlagen zu den Tauschhändlern. Das ist die Sackgasse, oder? Ich schlag bestimmt schon hier irgendwie die Hände über den Kopf zusammen, dass ich mich gerade irgendwie anstelle wie ein kleiner Depp, aber unter mein Gehirn sieb, so viel zu tun, so viel zu merken. Ich bin am Ende. So, und du wolltest Kabel, ne? Omas Kleidung. So, ich werde noch ganz kurz mit dir quatschen. Ja? Etwas Stromkabel, genau. Es ist nicht leicht, die richtigen Materialien zu finden. Was ist jetzt damit? Ich hätte manche Leute... okay, eine Menge bezahlen, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem, der eine Menge bezahlt und tauscht. Hi, Leute.
frag mich echt, wieso ich nicht eine diebische Katze hätte sein können und den beiden da irgendwie, einer von beiden die Ponchos klauen. Also hier ist schon mal nichts mit Tauschen. Komm schon, das machen wir doch in der Folge. Das kriegen wir auf alle Fälle noch hin. Vielleicht mache ich dann wieder eine längere Folge. Oje, oje. Das ist immer sowas. Die Aufmerksamkeit der meisten Leute ist nicht mehr so gut. Und da reicht es nicht für 20-minütige Folgen. Tatsächlich. Das ist faszinierend. Man kann sich da die Statistiken anzeigen lassen. Bei YouTube. Und das ist dann schon teilweise, ja. So, komm, gib mir mal. Mhm. Okay, dann zeigen wir das mal. Okay, ich habe ein neues Ding gefunden, nämlich das Stromkabel. Hm. 3 Dosen Energy, weniger ist nicht drin. Warte mal, ich versuche es jetzt einfach mal, ihm nur eine Dose zu geben. Nein, tut mir leid, aber es reicht nicht, du Schwein. Was bist du für ein Schwein? So, ich würde sagen, wir rennen jetzt noch schnell zu Omi. Ich hoffe, ich renne jetzt in die richtige Richtung. Um dort dann wenigstens... Wo war denn jetzt Omi? Um dann bei Omi wenigstens, den Poncho dann abzuholen. So, jetzt aber. Ich werde besser. Doch, habe ich. Guck doch mal. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Mhm. Wie, muss ich jetzt warten, oder was? Ich habe einen Poncho bekommen. Bitte sehr, Kleines. Das wird dir gut stehen. Ja, danke. Dann würde ich sagen, nachdem das jetzt auch gespeichert hat, beenden wir das an der jetzigen Folge, an der jetzigen Stelle. Beenden wir die Folge an der jetzigen Stelle, so. Und ich werde noch ein bisschen entspannen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Aufnahme. Bis dann, ich wünsche euch was und ciao.